1.415.502,86 €. So viel Geld hat die NPD auch von Ihnen bekommen. Das ist nämlich Steuergeld. Und das, obwohl jetzt offiziell feststeht, die NPD ist verfassungsfeindlich. Die Wesensverwandtschaft der NPD mit dem Nationalsozialismus bestätigt die Missachtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Warum bekommen Verfassungsfeinde eigentlich Steuergeld? Weil nach unserer Verfassung alle Parteien gleich zu behandeln sind und weil die NPD nicht verboten ist. In Artikel 21 steht, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Die Parteien haben also eine besondere Stellung in der Demokratie. Die Idee dahinter, das Volk soll über die Parteien den Staat mitgestalten. Und dafür brauchen die Parteien Geld. Woher kriegen Parteien Geld? Die wichtigsten Einnahmequellen. Die Parteien kriegen von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Parteien sammeln Spenden. Und die gewählten Mandatsträger der Partei, also Abgeordnete oder Bürgermeister, die drücken Kohle ab. Damit es aber nicht nur große Parteien gibt und solche Parteien, die besonders viele Spenden sammeln, gibt es noch Steuergeld dazu. Wie viel Steuergeld kriegen Parteien? Das steht im Parteiengesetz und ist ziemlich kompliziert. Einfach gesagt, je mehr Stimmen eine Partei bei einer Wahl kriegt, desto mehr Geld kriegt sie auch vom Staat. Aber auch je mehr Spenden und Beiträge eine Partei sammelt, desto mehr Steuergeld kriegt sie. 20 Parteien bekamen 2014 so Geld vom Staat. Von der CDU bis zum Südschleswigschen Wählerverband. Und solange unser Grundgesetz nichts anderes vorsieht, gilt das auch für nicht verbotene Verfassungsfeinde.